Hi Leute und willkommen zurück zu einem neuen Part Bellride. Im letzten Part sind wir ja in Padstow stehen geblieben und da werden wir jetzt auch gucken, wie es uns weiterbringt. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ihr habt mir einige nützliche Tipps gegeben, die ich natürlich versuchen werde umzusetzen. Und in diesem Sinne, let's go! Ja Leute, im letzten Part sind wir ja hier in Padstow stehen geblieben und haben jetzt von dem guten, wie heißt er denn, Ansgar Selby, die Quest bekommen, dass wir das Banditenlager in der Nähe befreien sollen. Jetzt ist es nur gerade dunkel. Und ehrlich gesagt, weiß ich jetzt gerade nicht, ob es hier auch einen Gastwirt gibt. Aber prinzipiell müsste es ja einen geben. Können wir das irgendwie hier vielleicht sehen? Nein, da zeigt es uns natürlich nur die verfügbaren Quests an. Aber irgendwo muss doch ein Plätzchen zum Pennen sein. Weil in der Nacht möchte ich das ehrlich gesagt nicht machen. Ich sehe ja nichts. Was ist denn hier? Flax. Der hat auch was für uns. Expertenschmied. Aber ich würde gerne erstmal die eine Quest fertig machen. Hier oben sieht es jetzt irgendwie auch nicht so aus, als wäre da irgendwas. Na, gehst du drüber? Und springst du runter? Ja, gute Frage, Lulu. Gute Frage, Leute. Ich glaube, dass wir hier jetzt nicht so viel Glück haben. Wer ist denn sie? Also, na gut, dann würde ich sagen, rennen wir doch jetzt einfach mal zum Questziel hin. Die roten Banditenpunkte, die vorher auf der Karte waren, sind jetzt auch weg. Ach so, vielleicht müssen wir eher in die Richtung. Stone. Stone brauchen wir nicht. So, und da ist schon wieder ein Bandit, oder? Sogar mehrere. Okay, versuchen wir halt mal in der Nacht. So, jetzt ist er getriggert auf jeden Fall. Na komm her. Oh, ich glaube, da kommt auch noch ein zweiter. Na komm, hau ihm auf die Kappe. Oh, das war gut. So, also, den haben wir schon mal erledigt. Aber da schießt immer noch einer. Egal, der trifft uns nicht, hoffentlich. Was hat denn er hier? Oh nein, so hässlich. Ich wollte gerade gucken. Oh, und jetzt bin ich wieder zu Hause. Das ist natürlich belastend. Naja, egal. Wenn wir dann eh schon zu Hause sind, dann können wir doch nochmal ein paar Sachen vielleicht herstellen. Und zwar einfache Axt. Zweimal, einmal für meinen Holzfällerplatz und für die Gefährten. Aber da machen wir mal drei. Dafür brauchen wir Holz und Steine, gell? Habe ich keine Steine mehr? Doch, hier. Nee, das ist Kupfererz. Hier ist Rohstein. Nehmen wir einfach alles und von dem Holz auch. Guti. Dann crafte mal hier die Äxte. Ich könnte mir auch eine Fackel mal machen. Beziehungsweise ich habe eigentlich gedacht, ich hätte mal eine. Und was fehlt jetzt für... Hallo, einfache Axt. Es fehlt Holz. Holz, Holz, Holz. Wo sind denn eigentlich meine Gefährten? Was machen die denn? Naja, egal. Cold Nights and Cold Hearts. Survive your first winter. Das war's schon mit dem Winter, oder wie? Okay, das sollte uns reichen. So, dala. Na, wieso macht das jetzt nicht? Ach so, oh Mann. Weil man 6 Stück braucht. Ich glaub's ja nicht. Dann, so. Wenn es jetzt aber nicht reicht, ne?
Jetzt hat. Sehr schön. Wo sind denn die zwei? Sind sie hier drin oder was? Zuweisung aufheben. Obdachlos ist keiner. Ja. Hä? Ich glaube, die pennen. Gehen wir auch pennen. Ja, jetzt sind sie wieder wach. Schau an. So, gehen wir mal kurz zum Forschungstisch. Und ich wollte den Webstuhl machen. Den kann ich aber noch nicht erforschen. Warum? Was brauche ich dafür? Was brauche ich für den Webstuhl? Ah, dafür muss ich das Sammellager erforschen, denke ich. Dann erforschen wir das doch mal. Wir brauchen also 5 Beeren, 5 Steine, 5 Pilze. 1, 2, 3, 4, 5. Also 5 Steine haben wir. Beeren und Pilze. Nein, wieso regnet es jetzt schon wieder? Na gut. Tschüss mal rauf. Beziehungsweise erstmal kurz hier vorbei. Denn. So. Was ist das jetzt hier? Keine Aufgaben. Dann gehen wir weiter in den Wald. Ach so, ja genau, um die Falle müssen wir uns dann auch noch mal kümmern. Oder haben sie die repariert? Nee, die ist noch kaputt. Jetzt suchen wir erstmal Pilze und Beeren. Da sind Pilze. Können wir gleich wieder ein paar mehr mitnehmen. So, jetzt haben wir 12 Pilze. Dann fehlen uns ja nur noch Beeren. Die haben wir hier. Nein, ich möchte den Baum nicht schneiden, sondern hier den Strauch ernten. Jetzt habe ich natürlich schon wieder vergessen, wie viele wir davon brauchen. Tja. Nehmen einfach auch so viele mit, wie noch geht. Hier sind ja zum Glück auch genug davon. So, jetzt habe ich 8 Beeren. Ich glaube, das reicht. Ich denke, wir brauchen 5. Schauen wir mal zurück. Können wir jetzt bei dem Schrein hier ganz zufälligerweise die Kiste vielleicht nochmal looten? Nee, auch nicht. Schade. Ich dachte, vielleicht hätten die Menschen aus dem Dorf wieder ein paar Opfergaben für uns reingelegt. Das wäre richtig cool gewesen. Hallo du. Bleib mal kurz stehen. Inventar. Nimm bitte eine Axt. Okidoki. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr nice. Dann sollen Sie doch das jetzt mal erforschen. Und danach, habt ihr das mit dem Reiseschild schon ausprobiert? Ermöglicht schnelles Reisen zwischen 2 oder mehr Zeichen. Du kannst nicht schnell reisen, wenn du mit deinem Gefährten unterwegs bist, wenn du im Kampf bist oder wenn sich Feinde in der Nähe befinden. Dafür brauchen wir wieder die einfache Schnur. Okay, dann würde ich sagen, warten wir, bis sie das erforscht haben und gucken dann wegen dem Webstuhl. Dann klaue ich jetzt hier nochmal eine Axt raus, die ich ihm gebe. Inventar. Bitte hier für dich einmal eine Waffe. Okay, und wie kann ich denen denn jetzt sagen, dass sie Holz holen sollen? Holz. Jetzt hat. Einmalig auffüllen. Okay, Sammellager fertig erforscht. Was können wir denn jetzt erforschen? Webstuhl. Dazu brauchen wir
Achtmal Flachs, acht, nee, zehnmal Flachs, achtmal Holz, dreimal Schilf. Okay, Schilf habe ich noch nicht gefunden, aber ich weiß ja, wo der See ist. Das heißt, ich werde mir jetzt hier mal ein bisschen was zum Essen gönnen. Und dann düsen wir schnell mal zum See hinter. Hallo, ich habe doch auf Schließen geklickt. Können wir das sammeln? Nee, zu nah. War klar. So, wenn hier der See ist, dann könnte doch irgendwo hier vielleicht Schilf sein. Stock. Aber das können wir ja nicht abbauen. Stimmt, weil ja das zu nah am Dorf ist. Och, Menno. Dann holen wir halt ein bisschen Holz. Kannst du vielleicht normal hacken? Anna hat irgendwelche Aggressionen. Ich brauche Holz, sie Holz. Ja, so schaut es schon besser aus, was du da machst. So, dann bringen wir gleich mal das Holz wieder da rein in das in die Forschungsstation. Und dann gucken wir, dass wir heute auf jeden Fall aber vielleicht auch das Banditenlager noch machen. So, dann braucht der... Ah, zwei ist schon drin, cool. Nee, jetzt passt's. Ach ja, natürlich. Gut, dann sollen die jetzt mal noch den Flachs holen. Und ja, wo könnte denn jetzt Schilf sein? Das ist natürlich eine sehr, sehr, sehr gute Frage, gell? Wahrscheinlich irgendwo, wo ich noch nicht war. Aber ich glaube, es muss trotzdem in der Nähe sein, also. Ich werde jetzt mal ein bisschen rumdüsen und gucken, ob ich irgendwas finde. Oh, da ist wieder unsere Kuh. Und ihr habt mir zwei Namen in die Kommentare geschrieben. Das eine war Elsa als Name und das andere Kunigunde. Also, welcher von beiden wird es jetzt? Oder wir nennen sie Elsa Kunigunde. Naja, wie gesagt, ich laufe mal ein bisschen durch die Gegend. Wo ist der gute Dings zu finden? Oh, die Stelle kenne ich. Oder? Ist das die Stelle gewesen? Nee, die war hier oben, aber hier unten ist auch nochmal Kupfer. Kupfer, Kupfer. Da oben ist wieder ein Hirsch. Ja gut, warum ernte ich das jetzt eigentlich? Ich brauche das nicht. Wir brauchen Schilf. Schilf, Schilfi, Schilf. Irgendwo muss doch noch ein See sein. Ah, ja. Oh, und da ist auch eine Hütte. Cool. Hier ist es natürlich auch nice, wenn man sich direkt am See so ansiedelt. Und hier ist, glaube ich, auch Schilf. Guckt mal. Steck mal die Axt weg. Dann nehmen wir jetzt mal hier so viel mit, wie noch geht. Was ist das da hinten? Ach, so ein Hase. Oh, schön. Ich frage mich, wer da wohnt. Oh, das sind Banditen. Okay, schnell weg. Ganz schnell wieder nach Hause. Auf die habe ich jetzt keinen Bock, auf die muss ich später noch Bock haben. Ich würde gerne auch dann die Dinger erforschen. Diese, wie heißen sie das gleich? Diese Reisedinger. Damit man schnell hin und her kann. Zumindest irgendwie zwischen den Städten oder so.
Da müssten eigentlich unsere zwei fleißigen Arbeiter jetzt auch den Flachs hier aufgefüllt haben. Wo ist denn mein Lager? Müsste, glaube ich, hier unten irgendwo sein. Hier lang und dann rechts. Ah ja, da sieht man ja schon mein Plumpsklo. Gut, dann dreimal Schilf rein. Jetzt können Sie erforschen. Macht mal bitte. Oh, da kann ich ja sogar... Hey, warte mal, wenn ich jetzt hier die Pilze vielleicht hinzufüge... Sind die dann länger haltbar? Ich weiß es nicht. Ach, er bringt uns Holz. Dankeschön. Er erforscht fleißig. Na gut, die brauchen jetzt noch kurz. Was ist denn alles in dem Lager? Ach, schau an, die haben hier schon... Ach so, das ist ja mein Ding. Genau, hier sind die Riemen. Lesen wir mal das Buch hier. Herstellung. Webstuhl. Yay. Zeig mir den mal. Wird zum Herstellen einfacher Textilien und Ausrüstung verwendet. Okay, und was kostet der? 13 Mal Schilf. Okay. Ja gut, aber wir wissen ja jetzt, wo es ist. Wo soll ich den jetzt platzieren? Und außerdem verbrennen meine Pilze gerade. Komm, den stellen wir jetzt einfach mal dahin. So, Pilzis, Pilzis. Ey, er hat sich einen Pilz genommen. Schaut ihn an. Nimm den Pilz. Und nimm den Pilz. Fisch. Ah, es gibt also doch Fisch. Aha, aha, aha. 4 Stunden. 3 Stunden 30. Der ist halt gar nicht schlecht, dieser Pilz. Der ist nicht schlecht. So, dann werden wir jetzt hier nochmal alles Mögliche hinzufügen, was wir haben. Macht er auch Rohstein und Schilfrohr. Okay. Dann gehe ich jetzt nochmal Schilfrohr holen. Was habe ich denn hier gefunden? Ich glaube, hier ist der Platz der Wölfe. Geil, da ist ja richtig viel Zeug drin. Ah, lecker. Hey, voll gut. Und auch wieder 2 von den alten Münzen. Das ist nice. Hier sind so viele Wölfe. Ich würde mal gern irgendwie einen erledigen. Wolfi, wo bist denn? Oh, das ist ein Babywolf. Kann das sein? Baby, wärst du nicht umdrehst? So. Wolfi erledigt. Ups. Also dann Schilfjagd. Oh, jetzt hat mich einer gesehen. Wo ist er? Ach, da. Oh, der beißt aber fies. Kann ich schwimmen? Gar nicht tief genug zum Schwimmen. Oh oh. Nein, lass mich in Ruhe. Wieso kann er eigentlich durchs Wasser laufen? Mensch. Jetzt kann ich wieder zurücklaufen. Oh.
Ich glaube, ich bin jetzt schon dreimal gestorben. Oder was heißt, ich glaube, ich weiß, dass ich jetzt schon dreimal gestorben bin, weil dort an dem See diese Schakackwölfe rumdümpeln. Ach so, oh. Ich hätte natürlich wieder einen von meinen Kumpels mitnehmen können. Da habe ich jetzt wieder überhaupt nicht dran gedacht. Egal, wir probieren es jetzt nochmal. Das Gute ist anscheinend, wenn sie Schaden von mir bekommen, dann behalten sie den auch. Das heißt, ich muss den einen Wolf eigentlich nur noch einmal anhauen und dann ist er tot und dann sollte ich eigentlich an meine Sachen kommen. So, was ist denn jetzt hier? Was bist denn du jetzt? Auch ein Wolf. Ja, genau, hier seht ihr es. Lunis Überreste dreimal. Ich renne jetzt einen großen Bogen um den. Ich will meine Überreste haben. Jetzt, sofort. So, jetzt sind wir da und jetzt leuchtet es hier dreimal. Und bei dem dritten ist nämlich dieser Wolf noch. Wie jetzt? Nur ein Ding? Ach so. Hier ist meine erste Leiche. Oh Mann, ja genau. Und da kommt der Blödmann schon. Schnell alles einsammeln. Wo ist er? Scheiße, ich habe noch nicht mal meine Axt rausgeholt. Komm, jetzt stirb halt einfach, du blödes Viech. Ach so, und jetzt weglaufen, oder was? Mein Gott, die Zeit ist geworden, ey. Ohne Schmarrn. So. Kann ich jetzt hier noch mein Dings fertig looten? Super. Und jetzt habe ich so viel voll, dass ich nichts anderes mehr looten kann. Na, ganz großes Kino. Wir können ja mal gucken. Mist, ich glaube, wenn ich jetzt dahin gehe, dass mich dann der eine Wolf auch wieder sieht. Jetzt passt mal auf, ich habe doch hier noch dieses gute Essen. Das macht mir auf jeden Fall mehr Gesundheit. Ich will aber das hier noch looten. Und dann mal kurz zu dem Haus dahin schauen. Vielleicht kann ich da ja pennen. So, weil hier habe ich nämlich auch noch so viel Kram. Stacken sich eigentlich jetzt die Schilfdinger? Nee, blöd. War jetzt die Hütte hier? Und das ist aber ein. Da ist auch ein Wolf. Wieso greift der Wolf den nicht an? Oh, und er hat mich gesehen. Ist ja klar. Hallo, wohin rennst du? Bleib gefälligst stehen. Hilf mir. Er rennt weg. Oh Mann. Oha. Er geht ja gar nicht kaputt. Mann, ich will nicht schon wieder sterben. Oh Mann. Lauf, lauf halt. Wieso läuft sie nicht? Ach so, weil ich keine Ausdauer habe. Komm, ich springe jetzt hier auf den Tisch. Du kommst da nicht hoch. Oh, du kommst da hoch. Mist. Mist, Mist, Mist. Aufs Dach? Kommst du aufs Dach? Du kommst nicht aufs Dach. Ja, da kannst du mich anheulen, so viel du willst, du. Ich bleibe jetzt einfach hier stehen. Punkt. Zieh Leine. Kann ich noch irgendwas essen? Super. Ich meine, ich habe jetzt zwar keinen Verband, aber wurscht. Das geht dann schon wieder hoch. Ja gut, Leute, ich würde dann den Part an der Stelle beenden. Ich weiß schon, das Ziel war es eigentlich heute, das Banditenlager auszunehmen. Dazu ist es jetzt dank dieser blöden Wölfe nicht gekommen. Egal. Und sorry für den Cliffhanger. Schauen wir mal im nächsten Part, ob ich an der Stelle jetzt weiterkomme oder ob ich wieder kläglich scheitere. Also in dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Bye!